damit es heute Abend richtig gut Suppe gibt. Richtig gute Suppe. Wird heute gut gemordet. Und es geht los. Vor 100 Jahren wird Stummfilm noch live auf der Bühne vertont, heute im Studio. Die Geräuschemacherin oder Foley-Artistin bewahrt alte Dinge. Immer mit der einen Frage, was macht welches Geräusch? Die Arbeit des Geräuschemacherin ist der Keller, 80%. Der Rest Finderglück und Fantasie. Medienhaus der Uni Mainz. Simone Nowicki ist Geräuschemacherin. Und sie schreibt an ihrer Doktorarbeit über ein vernachlässigtes Thema der Filmgeschichte, den Ton. Genau, Stummfilm ist eigentlich ein irreführender Begriff. Also der Stummfilm war niemals stumm. Es gab die Geräuschemacherin vor der Bühne, es gab Partituren, es gab Pianisten, es gab Geräuscheorgeln. Es gab ein Publikum, was natürlich sehr stark mitgegangen ist mit dem, was passiert ist. Es wurde gesungen, es wurde gelacht. Für ihr Forschungsprojekt rekonstruiert sie die Vertonung von Stummfilmklassikern wie das Kabinett des Dr. Caligari. Da ist es natürlich naheliegend, dass ich mir dann jetzt überlege, okay, das Kabinett des Dr. Caligari, absoluter Klassiker, über 100 Jahre alt mittlerweile. Und welche Horrorgeräusche, welche Atmosphären wurden für den Film geschaffen oder könnten auch geschaffen werden? Sogar die ausrangierten Videokassetten aus ihrem Institut kann die Geräuschemacherin später im Studio gebrauchen. Vis-à-vis des Medienhauses beginnt die Vertonungsarbeit erstmal am Schreibtisch von Simone Nowicki mit einer gut überlegten Szenenauswahl. Wenn ich mir überlege, welche Szenen müssen auf jeden Fall drin, dann will ich auf jeden Fall zumindest die erste Jahrmarktszene mit im Film haben. Weil es natürlich spannend ist, sich zu überlegen, wie hört sich ein Jahrmarkt 1920 an und mit welchen Geräuschen kann ich das vielleicht gerade vertonen. Und dann eben, was natürlich immer mir Spaß macht natürlich als Geräuschemacherin, sind Mordszenen. Das ist ja auch ein Horrorfilm, es wird gemordet. Welches Gemüse benutze ich dafür, für einen Mord 1920? Am Ende ist natürlich meine Lieblingsszene, und das ist die Szene, in der der Doktor verrückt wird und zu diesem Doktor Caligari wird. Wie möchte ich Wahnsinn vertun und was habe ich dafür? Da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen suchen, aber das wäre schon toll, wenn das rein könnte. Die Partitur für die Abfolge von Geräuschen muss sie selbst schreiben. Eine akribische und kreative Arbeit. Naja, ich kann ja leider keine Geräuschemacherin vor 100 Jahren fragen. Und das ist, glaube ich, auch die Krux an der Sache. Es gibt nicht solche Skripte, wo ich reingucken kann. Und da steht, in diesem Moment gab es live auf der Bühne dieses eine Geräusch. Ein Porri wurde geknackt. Das gibt's leider nicht. Deswegen muss ich da so ein bisschen auf mich vertrauen und schauen, was kann ich dazu jetzt gerade bringen. Aber natürlich auch mit dem Hintergrund, dass ich natürlich überlege, welche Geräusche vielleicht damals da waren, was damals genutzt werden konnte. Alte Geräusche bewahrt sie im Keller ihrer Oma in Worms auf. Gerade bringt sie eine ganze Ladung davon zurück von einem Live-Auftritt in der Hamburger Elbphilharmonie. In ihrem Handwerk geht es um Geräusche, die in keinem digitalen Archiv gespeichert sind. Eine wohlgeordnete Geräuschekammer ist also das Aushängeschild jeder Foley-Artistin. Jack Foley hieß übrigens der erste Mann, der diesen ursprünglichen Frauenberuf bekannt machte. Und das Erste, was ich eigentlich immer machen muss, dass ich die Sachen erstmal kurz ausräume und dann eben für andere Dinge und Orte dann wieder neu packe. Das ist so das Wichtigste, was man eigentlich als Foley machen muss. Immer einpacken, auspacken. Wenn man sich das hier anguckt, dann denkt man sich, okay, ich muss eine Filmszene bespielen und wie viel nehme ich denn mit ins Studio? Und deswegen denke ich eigentlich in Schrankgrößen. Der passt super in meinem Auto. Und dann geht es darum, okay, ich präsentiere das mir sozusagen. Ich brauche einen Tisch auf jeden Fall. Ich brauche immer einen Rappelkörper. Das ist immer gut, den dabei zu haben. Ich brauche meistens immer Türen oder
irgendwas, was aufgeht, was zugeht. Der Bratenwender, Thema Mord, ist natürlich, wir kennen alle so diese Klinge von einem Messer oder einem Dolch. Wir sehen diesen Dolch oder das Schwert wird gezückt und dann macht das dieses Kling. Macht es das wirklich im Leben? Nein, überhaupt nicht. Aber wir sehen es und wir wollen diesen Effekt. Da wird jetzt jemand ermordet. Und jetzt überlege ich mir ja schon im Packen, wird jemand gepackt? Dafür verwende ich unglaublich gerne einen Polizeihelm, tatsächlich. Also dieser Polizeihelm, da kann ich immer noch Dinge vielleicht dran basteln, die dann auch mitrascheln bei jedem Schritt. So eine Filmfolie, die mag ich eigentlich sehr gerne. Weil die natürlich auch super gut für Waldboden dann auch ist. Oder wird sich jetzt irgendwie durch Sumpf bewegt. Das ist, glaube ich, ein alter Disney-Film oder so. Noch vielleicht so ein bisschen so ein Körpergeräusch. Ich habe mir jetzt überlegt, ob das beim Kabinett des Dr. Caligari, ob da ein Auto vorkommt. Das verwende ich super gerne für eine Ente oder eine Gans. Gleichzeitig habe ich das auch schon verwendet für Live-Hörspiele. Dann war es ein alter Oldtimer. Ich finde das jetzt gerade bei diesem Stummfilm, finde ich es beispielsweise spannend, dass das natürlich so expressionistisch ist. Und da darf ich ja natürlich auch ein bisschen mir überlegen, wie was klingt. Für expressionistische Klangwelten, die sich ins Unterbewusstsein hineinarbeiten, hat sie dieses Instrument. Das Waterphone. Und das ist ein ganz klassisches Foley-Instrument. Das macht diese airy Sounds, die Atmosphäre. Es ist gerade eine gruselige Atmosphäre. Es ist irgendwas im Hintergrund, was ich vielleicht als Hörerin nicht zuordnen kann. Dann verwende ich sehr gerne das Waterphone, weil das auch für Horrorfilme entwickelt wurde. Das ist nicht so eindeutig einortbar und deswegen macht das so eine Spannung. Das benutze ich gerne. Aber leider ist mir mein Bogen gerissen. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Der muss dann nochmal ausgetauscht werden, wenn ich den wirklich spielen möchte. Fast fertig. Simone Nowicki hat alles fürs Studio gepackt. Mehr könnte sie aber auch kaum transportieren. Das ist jetzt das schwerste Stück. Das präparierte Fahrrad muss aber unbedingt auch noch mit fürs Kettenkarussell in der Jahrmarktszene. Probeaufbau in der Garage, damit sie sicher sein kann, dass sie auch alles Wichtige zusammengepackt hat. Also in der Garage probe ich meistens. Also ich muss ein bisschen vorbereitet natürlich ins Tonstudio kommen, weil Zeit natürlich auch im Tonbereich Geld kostet. Und deswegen bringe ich die Geräusche meistens nach oben, dann sehe ich auch, wie viel es ist. Und dann spiele ich das meiste dann noch mal ein bisschen durch. Entscheidend dafür, alles rechtzeitig griffbereit zu haben. Um sich in die Szenen einzufühlen, hilft ihr die Beamer-Projektion. Das größte Handwerk eigentlich von einer Geräuschemacherin oder Foley-Artistin sind Schritte. Die müssen natürlich auf den Körper getappt werden. Also früher hat man auch gesagt, okay, Foley-Artists sind auch Tappers. Also, und das ist meistens der Brotjob. Ganz viele Schritte. Hier ist total schwierig, dass in den 20er Jahren natürlich alles ein künstliches Set war. Die Schatten sind gemalt, der Boden ist bemalt. Und da muss ich mir jetzt überlegen, ob ich überhaupt einen Sandboden brauche. Der alte Mann, der hat manchmal einen Stock. Das ist natürlich auch eben schwierig gewesen. Okay, klingt ein Stock überhaupt auf dem Boden, den ich hier jetzt gerade habe? Das hat eben nicht so gut geklungen. Das muss ich auch noch mal überlegen. Also wie geht der Mann jetzt eigentlich? Da muss man exakt treffen. Die gepackten Körpergeräusche müssen die Charaktere gut unterstreichen. Sie hat für jeden das Richtige dabei.
Also ich habe schon einiges zusammen. Mir gefällt das Fahrrad sehr gut für die Rummelszene. Darauf freue ich mich einfach, wie es dann auch nochmal auf dem Mikrofon klingt. Ist ja dann auch immer was ganz anderes. Aber es fehlt noch so ein bisschen, es fehlt einfach noch ein kleines bisschen was, wo ich nochmal schauen muss. Ein bisschen Gemüse fehlt, ein bisschen Boden fehlt. Ich hätte auch gerne einen neuen Bogen für mein Waterphone. Das klingt einfach gerade nicht mehr so gut und da muss ich einfach ein bisschen nachrüsten. Es gibt Geräusche und es gibt Klänge. Und Klänge gibt's im Musikaliengeschäft. Hallo. Hier verbringt Simone Nowicki meistens mehr Zeit als geplant. Ein offenes Ohr haben für neue Soundeffekte, das gehört aber irgendwie auch zu ihrem Handwerk. Die Nasenflöte weckt ihr Interesse. Also die kaufe ich und ich stecke die einfach so rum. Zwar muss man es so rumhalten, in dem Fall ist jetzt ein Span drauf, da muss er einfach richtig rum sein. Hier muss man den Mund rumschließen und da die Nase draufsetzen. Und also der Mund muss komplett darum geschlossen sein. Und die Nase auch quasi komplett darum. Super. Das ist ein Instrument für mich. Nehme ich mit. So, dann. Ich suche eine Soundkulisse für einen Jahrmarkt und gleichzeitig ist es ja im Film, ist es ja alles so eine bisschen geisterhafte Atmosphäre. Und das hat vielmehr was so von so einem Sommerabend und dann bewegt sich was durch, wenn man ans Hörspiel denkt. Dann hat man schon eine gute Soundkulisse, einen Körper und eine Atmosphäre im Hintergrund. Und am Ende kauft sie noch den Bogen für ihr Waterphone, für den sie eigentlich hergekommen ist. Den will ich mitnehmen. Super, danke. Natürlich gibt es ein Wissen darüber, dass ich jetzt beispielsweise in ein Musikgeschäft gehen kann, um mir einen neuen Bogen zu kaufen beispielsweise oder vielleicht was Raschelndes zu finden. Auf der anderen Seite schaue ich eigentlich überall, ob ich was am Straßenrand finde. Die neuen Sachen sind ja meistens immer die, die so wenig Geräusche machen. Und deswegen ist es umso wichtiger, eigentlich den alten, abgewetzten Sachen noch mal ein neues Geräuscheleben zu geben. Und das findet man meistens so auf dem Sperrmüll, auf dem Flohmarkt oder im Antiquitätengeschäft. In einem Mainzer Baumarkt hat Simone Nowicki schon Hausverbot, weil sie es von Berufswegen nicht lassen kann, Dinge anzufassen und damit Geräusche zu machen. Da ist es viel entspannter für sie, Flohmärkte und Trödelhändler abzuklappern. Die alten Dinge klingen sowieso am besten. Siehst du wirklich, wie toll die klingt? Das ist Zinkwanne und Horrorgerät halt so in einem. Zack. Das ist eigentlich sowas fast schon platzsparender. Das wiederum super cool. Du hast halt, es geht ja um so einen latenten Drone. Im Horrorbereich beispielsweise, dass man das Gefühl hat, okay, irgendwas ist gruselig. Oder du hast eben so eine Pauke drin, du kannst den Regen vertonen, indem du eben Dinge reinwirfst. Es gibt halt ganz viel, also Klänge brauchen ja auch Raum. Schon wieder heißt es schleppen. Zum Glück liegt das Tonstudio am journalistischen Seminar der Uni Mainz gleich um die Ecke. Die Wanne darf hier auf ihren Einsatz im Kabinett des Dr. Caligari warten. Simone Nowicki muss noch mal los, denn eigentlich war sie ja auf dem Weg zum Mainzer Wochenmarkt. Hi, ich hätte gern zwei große Sellerie.
zwei ganze. Zwei ganze gerne. Das Wichtigste, wenn ich Gemüse einkaufe, sind nicht die Nährwerte oder die Vitamine da drin, sondern dass die sehr gut Wasser eingelagert haben und vielleicht vielschichtig sind, wie so eine Zwiebel beispielsweise. Und zwei Paprika und dann habe ich es. Und die roten. Die roten und dann will ich doch noch so ein Fenchel mitnehmen. Deswegen benutze ich am liebsten eigentlich Sellerie. Also knackiges Gemüse knackt natürlich auch im Film sehr gut. Das ist eigentlich so die Ebene, nach der ich Dinge aussuche. Deswegen gehe ich meistens auf den Markt, weil da kriegt man es eben meistens am frischesten. Und dann braucht sie noch etwas vom Markt, das man nicht kaufen kann. Eine Soundkulisse für die Jahrmarktszene in Dr. Caligari. Was höre ich jetzt auf dem Markt? Und als erstes wirkt er total laut. Da sind ganz viele Leute und da ist ganz viel Gewusel. Und dann zerlege ich das Ganze in ganz kleine Schichten. Also in die BesucherInnen, die jetzt über den Markt laufen. Kinderschritte, Erwachsenenschritte. Wir haben RadfahrerInnen, die ihr Fahrrad vorbeischieben. Kinderwegen. Wir haben Hühner und Tiere. Hunde, die sich vielleicht ein bisschen streiten auf der Straße. Kirchenglocke, vielleicht das Flugzeug, was hier oben drüber ein bisschen Krach macht und stört. Und dann eben auch gleichzeitig Leute, die sich unterhalten und vielleicht eine schöne Zeit haben miteinander. Und ganz viel Gemüse und vor allem Plastiktüten, die miteinander rascheln. Das finde ich auch immer ganz spannend. Und das Ganze, diese ganz kleinen Schichten, ergibt am Ende eben so diesen ganzen Geräuscheraum. Diese Sedimente, die werden dann irgendwann zu so einem ganzen Klangteppich verwoben. Im Studio von mir. Das war der letzte Vorbereitungsschritt. Im Studio wird sie Flugzeuge und Plastikknistern rausschneiden und wichtige Details nachvertonen. Einen Samstagnachmittag hat sie nun Zeit, die drei Szenen aus dem Kabinett des Dr. Caligari zu vertonen. Gemeinsam mit einem Kommilitonen vom journalistischen Seminar, der gleich dazukommt. Das Packen, Zusammensuchen, Einkaufen und Schleppen, das alles ist die eigentliche Arbeit der Geräuschemacherin, sagt Simone Nowicki. Und das Entscheidende in ihrem Kunsthandwerk. All die vielen passenden Geräusche parat zu haben. Philipp, hörst du mich? Ich höre dich, ja. Das ist sehr schön. Ich könnte jetzt Schritte machen. Gleich am Anfang die Marktszene. Also ich brauche immer den Geräuscheaufnehmer oder den Foley-Recorder oder die Foley-Recorderin. Also ich brauche eine Person, die auch ein gutes Gehör hat und die eigentlich auch so eine ähnliche Sprache spricht wie ich, die mir das Video abspielt zu dem Zeitpunkt, was ich gerade aufnehmen möchte. Ich warte jetzt auf den Caligari. Mhm. Oben, jetzt kommt er. Und er legt mir dann sozusagen die Tonspuren vor. Ich kann jetzt die Schritte machen, dann sage ich, ich hätte gern noch einen Take und dann machen wir noch das Mantelrascheln. Dann legt er das mir aufeinander schon mal. So, was als nächstes? Ich würde noch einmal kurz den Stock nehmen. Ja. In 3, 2, 1. Genau, lass mich noch ganz kurz, wenn die Herren da hinten den Affen eine Münze geben, das würde ich gerne noch kurz einmal Geld rausholen. Okay, ich gebe dir nochmal. Ja. Und es geht los. Nachdem das Äffchen seine Münzen bekommen hat, macht sich Simone Nowicki an die Jahrmarktkulisse. Das wird eine vielschichtige Arbeit. So, da bin ich wieder. Oh, sehr schön. Aus Fahrradkette wird Kettenkarussell. Aber das Rattern ist nur die Basis. 3, 2, 1, go. Es soll auch noch klingeln, klappern, quietschen und ein bisschen knarzen. Am Ende macht's die Mischung. Kannst insgesamt ein bisschen nach links schieben, oder? Ja. Und das Klingeln von dem Glöckchen ein bisschen weniger.
Ja, man kann auch einfach den ganzen Tag Karussells bauen. Jedes einzelne Geräusch und jeden einzelnen Ablauf muss ich ja zerteilen in Geräuscheschichten. Und da verliert man ganz oft die Übersicht. Und da braucht man eine Person, die nochmal von außen drauf hört und sagt, okay, wir sind jetzt erst bei Schritt B und jetzt musst du noch den Mantel eigentlich nochmal dazu machen. Es geht los. Das müssen wir aber echt ganz leicht nur im Hintergrund, so dass man noch diese Quietscheschuhe vom Alten hört. Ich habe noch, auf dem Markt habe ich noch eine Marktatmo aufgenommen und die würde ich einfach noch ein bisschen unten drunter nehmen. Ja. Gut, dann haben wir die Szene eigentlich ganz gut. Mhm. Szenenwechsel. Jetzt wird's mörderisch. Also dieser Cesare nähert sich jetzt seinem ersten Opfer. Cesare hieß er, genau. Mhm, genau. Mhm. Der nähert sich jetzt und der streicht dann, also der schleicht erstmal an. Das war die Bettwäsche. Schönes Ende. Ende wieder super. Okay, wir nehmen noch einmal das Packen mit. Ja, das dachte ich mir, dass du es extra willst. Ja. Der Polizeihelm hat seinen Einsatz bei Handgreiflichkeiten jeder Art. Bisschen Vorlauf oder? Bisschen Vorlauf. Okay. Mal hier so. Okay. Mhm. Ready? Bin bereit. Läuft. Das war jetzt ein Mord, wo ein Mann einen anderen Mann eiskalt ermordet. Und dann überlege ich mir halt schon, was das für eine Pranke ist, die jetzt die andere Person greift oder festhält. Oder was das für Schreckgeräusche dann in dem Moment sind. Also man muss dann schon die Haptik der Person mitdenken. Wie packt dieser Mensch jemanden? Damit es heute Abend richtig gut Suppe gibt, wird heute gut gemordet. Mhm. So. Bloody Mary serviert man auch mit Sellerie? Ich glaube, Bloody Mary serviert man mit Sellerie. Und wenn du Lust hast, heute Abend bei Feierabend. So, ich würde einmal ganz kurz, warte. Mhm. So. Ah, ja, doch, das sind wir ganz gut dabei. Ja. Ich bin soweit. Du auch? Ich auch. Okay. Dann, du darfst. Das ist doch sehr schön. Ich würde jetzt aber trotzdem noch einmal den Fenchel machen. Ja. Ich lege uns noch ein paar Tracks an, dass wir die dann gleich im Vergleich anhören können. Ich bin bereit. Okay, es läuft. Achtung, noch einmal. Mhm. Ich finde den Fenchel ein bisschen zu hart. Der ist sehr hart, ja. Ja, lass mich mal noch für vielleicht einen Sellerie noch mal den Paprika unten drunter machen. Okay, okay. Ein bisschen mehr schmatzen, meinst du? Ja. Falls er so die Hauptschlagader direkt trifft, meinst du? Total in die Arterie. Mhm. Okay. Okay. Bereit? Mhm. Es läuft. Ja. Mhm. Okay. Sollen wir die direkt nehmen, oder? Setz mal die Paprika runter. Voll geil. Schmeckt auch gut. Gut. Das freut doch. Philipp Neuweiler hat schon alle Spuren des Mordes zusammengemischt. Fehlt nur noch ein letztes Geräusch. Die Klinge. Ich komme gar nicht makaber rüber. Und Spachtel. Oh, der klar. Ja. Ja, den nehmen wir noch. Okay, bereit? Läuft. Willst du dann noch was mit dazu aufnehmen? Oder? Nee, ich wäre damit zufrieden. Genau, ich hätte jetzt aber noch ein Waterphone vielleicht mitgenommen. Wir haben ja noch ein Waterphone. Ja? Ja. Aber, genau. Und ich kann dir natürlich dann noch einfach mal ein paar Schreie noch. Ja. Für
Für alles, was Angst machen soll, ist das Waterphone das Lieblingsinstrument vieler Foley-Artistinnen und Artisten. Finde ich gut. Finde ich gut. Wirklich die Frage von Timing. Ja. Okay, das heißt, wir gehen an eine andere Stelle? Nee, wir springen an die nächste Stelle und das wird verrückt. Okay. So. Schon in da der ist Nacht. Er. Schon in der Nacht, genau. Okay, hier da bei der Aufblende? Bei der Aufblende. Die spärliche Filmkulisse der Waldszene reichert Simone Nowicki an. Mit selbstgetrocknetem Buchenlaub und marktfrischem Grünkohl. Gut. Und irgendetwas raschelt im Gebüsch. Vielleicht ein Mäuschen? Okay. Dann kommt noch das Buch. Ja. Ja, der Trick ist die ganze Zeit, ja. Okay. Ich bin bereit. Es läuft in 3, 2, 1, bitte. Der leer gegessene Adventskalender ist wegen seines Hohlraums optimal für den pappigen Buchsound. Genau, dann haben wir alle Laufgeräusche, alle Körpergeräusche und dann machen wir noch eine leichte Soundscape drauf. Oha. Die hat jetzt Premiere. Ein neues Geräusch. Ein neues Geräusch. Also ich direkt mit. Ja. Mhm. Bereit? Ja, ich bin bereit. Es läuft. Ziemlich gut, glaube ich. Ja, am Ende war es gut. Am Anfang braucht es, glaube ich, nicht. Am Anfang ist es weg. Ja, am Anfang muss es weg. Okay, dann machen wir noch eine Totenpfeife. Mhm. Oben drüber und dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Grundlage erstmal. Es läuft. Okay. Jetzt mal nur die ganze Horrorfläche. Mhm. Die Aufnahme ist geschafft. Jetzt müssen die Lautstärken der vielen Spuren noch aufeinander abgestimmt werden. Das macht Simone Nowicki an ihrem eigenen Computer. Zwölf Tonspuren hat Philipp belegt und zu Päckchen vorsortiert. Körpergeräusche, klingende Dinge, Soundkulissen. So wie jedes Geräusch für sich stimmen und getimt werden musste, so muss jetzt die Mischung stimmen. Wenn ich dann das Bild weglasse und ich denke immer noch, das ist eine spannende Atmosphäre und ich frage mich, was da gerade passiert und es klingt stimmig, dann ist es so, dass ich denke, yes, das habe ich geschafft. Ganz schön geräuschvoll. Der Wahnsinn des Dr. Caligari. Von wegen Stummfilm. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.